Ambiente 2016 hat sich weiterentwickelt. Die Ambiente findet in wenigen Tagen statt. Wir von Smokers News und Smokers News TV interessieren uns natürlich mehrheitlich für die Themen rund ums Rauchen. Aber die Ambiente bietet auch in diesem Jahr eine Weiterentwicklung, wie wir gehört und gelesen und gesehen haben. Wenn Sie uns, liebe Frau Engelmann, dazu ein bisschen was sagen würden. Die Ambiente ist internationaler denn je. Die Ambiente ist mit über 4000 internationalen Anbietern die Weltleitmesse der Konsumgüterbranche. Und sie konnte dieses Jahr noch einmal ihre Internationalität ausbauen. Auf der Anbieterseite haben wir fast 100 Nationen beteiligt. Und fast 80% des Ambiente-Angebots ist international. Das heißt, sie finden nirgendwo weltweit ein vergleichbares Angebot an Internationalität und an Größe. Das heißt, wenn Sie alles auf der Ambiente sehen möchten, dann müssen Sie sich ein gutes Schuhwerk zulegen, weil dann laufen Sie einen Marathon. Und das ist auch der Grund, dass der Einkäufer sich für den Ambiente-Besuch sehr gut vorbereiten muss. Die Orientierung ist wichtig. Und an dieser Stelle empfehlen wir immer sehr gerne, zuerst die Sonderpräsentation der Ambiente anzulaufen. Und hier möchte ich die Trendpräsentation besonders herausgreifen. Die Ambiente ist die Trendplattform für die Konsumgüterindustrie. Die Ambiente macht Trendaussagen, das heißt die Hersteller und die Anbieter entwickeln ihre Produktneuheiten und ihre neuen Sortimente just in time, um sie auf der Ambiente einem weltweiten Publikum erstmalig vorstellen zu können. Das heißt, auf der Trendschau, die sich in der Galeria befindet, sind Produktneuheiten inszeniert der Aussteller, die sich besonders hervorheben durch Design, durch Funktionalität und Qualität. Wie gesagt, aus den neuen Kollektionen der Ambiente Anbieter und inszeniert in vier verschiedenen Trendthemenwelten. Und das Besondere an den Trendpräsentationen ist, wie auch an den anderen Sonderpräsentationen, die Produkte sind ausgezeichnet. Das heißt, wenn Sie zur Präsentation gehen, können Sie sehen, welcher Anbieter hinter dem jeweiligen Produkt steht und wo dieser Anbieter auf der Messe zu sehen ist und zu finden ist. Also es gibt viel zu sehen auf der Ambiente. Spannend. Kommen wir zu unserem Thema. In der Halle 5.1b sind die Produkte der Smokers Accessoires. Das heißt, das sind die Anbieter, die schon seit vielen Jahren die Ambiente rund um Raucherbedarfsartikel auch bestücken. Im letzten Jahr hat man ja dann den Sprung geschafft, dass man die Zicker- und Pipeshow noch dazu bekommen hat. Wie waren eigentlich die Leute in 5.1 zufrieden? Die waren zufrieden, die waren sehr zufrieden und hier muss ich sagen, der Impuls kam genau aus der Ausstellerschaft der Smoking Accessories und der Impuls war ein richtiger Impuls, denn die Bündelung beider Veranstaltungen hat einen Mehrwert für alle Beteiligten. Einmal für das erweiterte Sortiment aufgrund überschneidender Zielgruppen und somit auch potenzieller Neukunden und natürlich auch für den Handel, weil der Handel findet ein breiteres Angebot konzentriert unter einem Dach. Vor einem Jahr haben wir gesagt, was zusammengehört, muss auch zusammengefügt werden. Ich habe vor kurzen Tagen mit Oliver Kopp von der Kopp GmbH ein Gespräch geführt. Der ist ja so ein bisschen der Mitinitiator, dass die zweite Gruppe hier auch eingezogen ist und dass die Messegesellschaft da eine Möglichkeit geschaffen hat. Die waren alle auch sehr begeistert. Ich glaube, mit diesem Jahr kann man noch ein bisschen mehr erwarten. Der Grundstein ist gelegt. Also mit der Zusammenführung beider Angebote ist der Grundstein gelegt für eine neue Plattform dieser Industrie. Und jetzt gilt es natürlich, diesen weiter auszubauen. Ja, es war ein guter Anfang. Das Frühjahr ist ja auch eine interessante Möglichkeit für die Industrie, sich hier mit ihren neuen Produkten darzustellen, ob das die Pfeife ist, der Tabak oder die Zigarre. Wir haben ja die große Messe erst wieder im September in Dortmund. Aber jetzt so in die Zeit hinein mit neuen Produkten zu gehen, die Rauchermöglichkeiten im Sommer sind, im Frühling, im Sommer sind ja ein bisschen größer als die im Winter. Insofern sind, glaube ich, diese Aussteller sehr zufrieden. Das Einzige, was wir schaffen müssen, dass wir noch mehr Tabakwarenfachhändler herbekommen, ne? Die Tabakwarenfachhändler, für die ist die Veranstaltung spannend, auch vom Timing, wie Sie gesagt haben, denn es werden die Neuheiten gezeigt und die neuen Sortimente gezeigt. Und das hilft natürlich wieder dem einzelnen Händler für sein Geschäft. Und was für den Händler ja auch ganz interessant ist, neben den Produktneuheiten und neben dem Angebot unter einem Dach,
Er kann sich auch bei dem klassischen Ambiente-Sortiment bedienen. Und zwar kann er sein Kernsortiment erweitern durch Zusatzsortimente aus dem klassischen Ambiente-Sortiment. Und das hilft ihm natürlich und kann ihm helfen, sich von seinem Wettbewerber abzuheben, zu differenzieren und somit auch wieder neue Kunden zu erreichen und neue Zielgruppen. Ja. Ich habe vor wenigen Tagen mit einem Fachhändler gesprochen. Da sagte mir, das Interessante ist es eigentlich, dass meine Frau sich hier auf diese Messe umschauen kann, damit wir auch dekorativ unser Fachgeschäft als Schaufenster entsprechend ausstatten. Und die finden, also dieses Ehepaar, Fachhändler, finden speziell die Messe auf den beiden Ebenen interessant. Einmal neue Produkte Tabakwaren, einmal dann so ein bisschen gucken, was kann ich denn in meinem Schaufenster alles noch Interessantes hinzufügen. Wenn der Fachhändler hierher kommt, was muss er machen? Was kann er jetzt schon machen? Kann er im Internet sich schon einloggen? Kann er sich schon buchen? Wo kann er seine Parkplätze organisieren? Wie schaut das aus? Sie wissen ja, die Händler sind nicht alle so, ich sag's jetzt mal, die kennen mich, wenn ich das sage, nicht ganz so flexibel. Also geben wir denen doch vielleicht mal eine kleine Brücke, wie das alles so geht. Ja, also ich empfehle immer, sich vorher zu orientieren. Wir haben auf der Internetseite auch eine Aussteller-Online-Suche, wo die gesamten Produktbereiche der Ambiente dargestellt sind, wo Sie aber auch die Pipe und Cigarshow finden und die ganzen Sonderpräsentationen und Vortragsreihen. Dann empfehle ich immer, sich vorher online zu registrieren. Das spart zum einen Geld. Und das spart auch Wartezeiten an den Kassen. Und jetzt kommt es natürlich noch darauf an, wie der Einkäufer, der internationale Einkäufer zur Ambiente kommen möchte. Möchte er mit dem Flugzeug fliegen? Wir haben Sonderangebote von verschiedenen Airlines extra für die Ambiente. Möchte er mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, mit der Bahn zum Beispiel, haben wir auch Ambiente-Angebote auf unserer Seite. Und die ein bisschen näher sind, das Eintrittsticket berechtigt für beide Veranstaltungen, für die Ambiente und für die Pipe and Cigar Show. Und es ist RMV-fähig, das heißt, das Ticket kann auch verwendet werden für den regionalen Nahverkehr. Und freuen wir uns auf den ersten Messetag, werden uns dann auch nochmal unterhalten und dann gucken wir mal, wie die Messe Ambiente 2016 in allen verschiedenen Segmenten und Bereichen läuft. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Diese Botschaft ist all jenen gewidmet, die jeden Tag ihren tiefen Leidenschaften folgen und ihre Träume verwirklichen. Rumbutukal präsentiert die Botschafter einer neuen Ära. Die, die ihrem Herzen folgen. Die, die den Mut haben, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Die, die die wahre Leidenschaft als die Essenz ihrer Existenz ansehen. Diese Botschaft geht an alle, die sich in diesem Moment entscheiden, ein besonderes Leben zu führen. Tu es! Denn du bist einer der neuen Botschafter dieser Welt. Botschafter einer neuen Ära. Von etwas Wertvollem und Leidenschaftlichem, das es verdient, mit anderen geteilt zu werden. Deinem Leben. In der heutigen Welt brauchen wir mehr Menschen, die Grenzen überwinden. Die Welt braucht mehr Botschafter.